Das Regierungsblatt der Spiegel steht vor einem absoluten Rätsel. Und zwar, hunderttausende Arbeitsplätze sind hier nicht vergeben. Die Handwerksbetriebe und zahllose Unternehmen suchen händeringend nach Fachkräften. Und jetzt sind ja so viele Fachkräfte, so viele Ausländische arbeitslos. Und der Spiegel fragt sich, wie kommt das, dass die diese Stellen nicht besetzen? Wie kommt das nur? Man kann sich es nicht erklären. Friedrich Merz fordert Gespräche über einen nuklearen Atomschirm, Schutzschirm für Europa, für Deutschland. Die Zeit der Aufrüstung, der atomaren Aufrüstung ist wieder gekommen und alle klatschen Beifall. Macrons Vorstoß für Bodentruppen in der Ukraine wird jetzt von der litauischen Premierministerin dankbar aufgegriffen und auch sie spricht sich dafür aus, diese Möglichkeit nicht auszuschließen. Nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags wurden wohl geheime Informationen weitergesteckt, an die Presse durchgesteckt. Das Ganze wird jetzt untersucht und Frau Strack-Zimmermann, die Vorsitzende dieses Ausschusses, ist natürlich besorgt, dass hier zu viel nach außen drängt. Kann man sich ja denken, warum. Amerikanische Politiker sind an der Börse außergewöhnlich erfolgreich. Liegt es daran, dass sie einfach so klug und ökonomisch gebildet sind? Das ist ja doch ein bisschen zu bezweifeln. Insiderwissen spricht da schon eher in die Richtung. Die FAZ sagt auch, ja, wahrscheinlich haben sie Insiderwissen. Allerdings fragt dann die FAZ nicht, ja, okay, wie könnte man denn dagegen vorgehen, sondern ja, wie können denn normale Anleger vielleicht davon profitieren, indem sie die imitieren, wenn die irgendwelche Aktien kaufen? Wow. Die Süddeutsche Zeitung hat's geschafft, sich heute tatsächlich nochmal so richtig lächerlich zu machen. Aiwanger, ja, Alice Weidel, wir kennen die Affären schon. Jetzt heute Trump. Nun hat der liebe Trump eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, die Autoindustrie in den USA ist gefährdet durch China, die riesige Firmen bauen an der Grenze und den Markt überschwemmen wollen mit Billigautos und er wird das verhindern. Wenn er nicht gewählt wird, dann, so Trump, gibt es ein Blutbad. Und dieses Blutbad, natürlich innerhalb der Autoindustrie, war völlig klar, innerhalb der Rede, was er da gemeint hat, das haben jetzt viele Journalisten, demokratisch gesinnt, natürlich herausgeschnitten und gesagt, okay, Trump, wenn gewählt wird oder nicht gewählt wird, dann sorgt er für ein Blutbad und wird hier einen Bürgerkrieg anzetteln und jetzt müssen alle aufwachen.